es fährt heute keine Deutsche Bahn, sprich also S-Bahn und die Fernverkehrszüge und Regionalzüge. Es fährt die VGF nicht mit den U-Bahnen und den Straßenbahnen. Es fährt auf dem Wasser in Meinhof, die Schleusen sind zu, es fährt nichts und ich fahre nachher zum Flughafen. Da fliegt auch nichts außer Notflüge. Wir streiken heute gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen unserer Schwestergewerkschaft Verdi und der Gewerkschaft Comba. Das heißt, wir legen heute in Frankfurt, legen die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit nieder, sodass es keinen oder kaum öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt gibt. Ich bin Carsten Meyer, Gewerkschaftssekretär der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und heute Streikleiter für den Bahnstreik in Frankfurt. Ich heiße Lilita, ich bin bei der Deutschen Bahn im Zug, im ICE International Gastronomie. Ich bin hier heute, weil ich streike, weil die Bahn sich nicht einigt. Wir hätten gerne alle mehr Gehalt. 12% wäre das Optimale und deswegen sind wir heute hier. So, ich bin die Uschi, ich bin im Fernverkehr als Zugchefin angestellt und ich bin dafür, dass wir mehr Geld bekommen für diesen Beruf. Wir arbeiten Wechselschicht und man muss auch neue Leute begeistern können für Wechseldienst, weil für das Geld morgens um 3 Uhr aufzustehen, kann man wahrscheinlich niemanden für begeistern. Und wenn wir erleben bei euch in der LVG in der ersten Verhandlungsrunde, die Arbeitgeber bewegen sich nicht, bei uns in der zweiten Runde mit einem Angebot auf 27 Monate, und ein bisschen was auf die Tabelle und dann wollen sie die Inflationsprämie nutzen, ist das in Ordnung? Die Deutsche Bahn AG hat in der ersten Verhandlungsrunde gar kein Angebot abgegeben und in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot, was fernab von unseren Forderungen steht. Auch andere Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen kommen nicht annähernd an unsere Forderungen ran, sodass die Tarifkommissionen die Angebote, die uns unterbreitet wurden, immer als unverhandelbar zurückgewiesen hat. Und das mündet jetzt nach der ersten Verhandlungsrunde in diesen ersten Bahnstreik. Ich bin der Lee, ich bin vom Backoffice im Fernverkehr in Frankfurt und streike heute, weil ich mehr Geld haben will, weil es wegen der Inflation hier gerade alles teurer geworden ist und das alles gerade momentan sehr, sehr schwer ist. Mein Name ist Denisa Püschel. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn im Fernverkehr und Servicebereich als Gastronomin. Warum wir heute streiken, warum wir alle da sind. Wir hätten gerne mehr Geld, vor allem, weil es kommen immer wieder neue Aufgaben auf uns zu. Wir sind immer mit mehr und mehr Fahrgästen unterwegs und so schlecht arbeiten, wie ich verdiene, kann ich einfach nicht. Aufgrund der aktuellen Situation sind unsere Kolleginnen und Kollegen enormen finanziellen Belastungen ausgesetzt. Daher hat sich unsere Tarifkommission und auch unsere Mitglieder dazu entschlossen, mit einem Festbetrag in die Tarifrunde zu gehen, da Kolleginnen und Kollegen gerade mit geringeren Einkommen überproportional von profitieren. Das sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die am stärksten von der aktuellen Krise betroffen sind. Ich bin Vanessa, ich bin Digitalberaterin bei der DB System. Ich streike heute, weil gute Arbeit etwas wert sein muss und der Arbeitgeber hat es an Wertschätzung mangeln lassen. Insofern müssen wir einfach auf die Straße gehen dafür und uns für unsere Rechte auch einsetzen. Und das mache ich nicht nur für mich und für die DB System, sondern auch für die Kolleginnen am Empfang, für die Kolleginnen in der Kantine, die wirklich kein Geld mehr haben und wo es wirklich drauf ankommt und deswegen solidarisiere ich mich. Deswegen sind wir heute hier. Mal schauen, ob was rauskommt. Die Bahn lässt sich ja nicht verhandeln. Und nach heutigem Tag vielleicht ändert sich ja dann was. Hoffentlich.